Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr merkt jetzt schon, das Ganze ist kein Video wie sonst, denn ihr seht mich gar nicht. Es gibt gar kein Video, es gibt nur Audio. Woran das liegt? Ganz einfach, ich hatte das Video bereits fertig abgedreht, hatte mir die Aufnahmen angeschaut und merkte, dass einfach alles komplett unfokussiert war, komplett verschwommen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass die Audioaufnahme zwischendurch einfach gestoppt war, obwohl mir angezeigt wurde, dass es normal weiter aufnimmt. Ja, mit meinem instabilen Internet schaffe ich es jetzt nicht, in dieser Woche das Video nochmal zu drehen und dann hochzuladen. Deshalb dachte ich, heute versuchen wir es mal mit einer Art Podcast. Vielleicht ist das mal zur Abwechslung auch gar nicht so schlecht und so versteht ihr mich dann noch besser als sonst und ihr seid nicht von meinem Gesicht abgelenkt. In dem heutigen Video geht es um den Ursprung von Weihnachten. Ein treuer Zuschauer von mir hat mir geschrieben und meinte zur Anregung, wäre es denn nicht vielleicht mal ganz gut, ein Video darüber zu machen. Letztes Jahr habe ich bereits ein Video zum Thema historische Begebenheiten rund um Weihnachten abgedreht und dieses Mal möchte ich über den Ursprung sprechen. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Weihnachten gilt bei den meisten Menschen unserer Zeit und unserer Breiten als das höchste christliche Fest, auch wenn es dies tatsächlich nicht ist, sondern erst nach Ostern und Pfingsten einzuordnen ist. Das, was Weihnachten eigentlich ausmacht, ist weitgehend in den Hintergrund gedrängt worden. Weihnachten ist heute Fest des Konsums, der Reisen und der Familie, dies oft in einem sentimentalen Sinn. Dabei ist zu bedenken, Weihnachten kommt wahrscheinlich vom mittelhochdeutschen Wort Wiehenaten oder Zwiehenaten in den heiligen Nächten. Zum liturgischen Fest Weihnachten, also das, was eigentlich den Kern des religiösen Festes ausmacht, gehören seit Gregor dem Großen, also seit dem 6. Jahrhundert, drei Messen. Die Vigil, die abends, also vor dem eigentlichen Weihnachtsfest gefeiert wird, die sogenannte Christmette. Es ist wie eine Vigil auch aufgebaut, das sieht man zum Beispiel daran, dass es ein Martyrologium gibt, das vorgetragen wird. Es hat ähnliche Elemente wie in der Osternacht. Am Tage, in der Frühe, wird dann die sogenannte Engel- oder Hirtenmesse gelesen und dann schließlich die eigentliche Festmesse, das Hochamt zum Hochfest der Geburt des Herrn. Weihnachten ist so wichtig, dass es liturgisch gesehen als Oktav gefeiert wird. Das bedeutet, wir feiern Weihnachten in der Liturgie 8 Tage lang. Das englische Wort Christmas ist übrigens nicht etwas, das, wie ich in anderen YouTube-Videos teilweise gesehen habe oder gehört habe, vom Wort Verwerfung oder insgesamt als Verwerfung Christi zu übersetzen, wo ich mich frage, was das für eine abenteuerliche etymologische Herleitung sein soll, Missa mit Verwerfung zu übersetzen und das auf die Kinderopfer für den Gott Moloch irgendwie in Verbindung zu bringen. Nein, das englische Wort Christmas hat mit dem lateinischen Wort Missa zu tun, ja. Das Mass kommt von Missa, Christ natürlich von Christ, also Christus. Gemeint ist mit Missa die Sendung. Gott sendet zu Weihnachten, das gedenken wir an diesem Fest, dass Gott seinen Sohn für uns gesandt hat, dass er mitten unter uns wohne. Außerdem ist als weitere Interpretation vielleicht die Messe an Weihnachten denkbar. Denn Missa ist auch das Wort für unsere heilige Messe, für die Eucharistiefeier der Katholiken, weil wir glauben, dass wir nach jeder Messe gesandt werden, wie die Jünger am Ende des irdischen Wirkens Jesu in die ganze Welt hinaus gesandt wurden. Also es hat nichts mit Feueropfern für den Moloch zu tun, sondern es bedeutet, dass den Kern dieser Botschaft, der Weihnachtsbotschaft. Das Martyrologium, von dem ich vorhin gesprochen habe, das in der Christmette vorgetragen wird, ist übrigens so etwas wie eine Datierung des jeweiligen Weihnachtsfestes in die Geschichte, in die Gesamtgeschichte der Menschheit. Zunächst einmal überhaupt das Weihnachtsereignis selbst, also das dann von Adam und Eva bis zum Zeitpunkt, als Jesus Mensch geworden ist, die gesamte Geschichte rückblickend zusammengefasst wird. Und heutzutage wird es dann oft so gemacht, dass dann noch weitere historische Daten fortgesetzt werden und dann das jeweilige Weihnachtsfest, also in diesem Jahr bis 2018, in die Geschichte eingegliedert wird. Das ist insofern wunderbar, dass es so ein Martyrologium gibt, weil es zeigt,
dass Gott in unsere Geschichte eingegriffen hat und immer noch eingreift. Gott ist es nicht egal, wie die Menschheitsgeschichte verläuft. Historisch gesehen ist heutzutage klar, dass Jesus nicht am 25.12. geboren werden konnte. Es wird diskutiert, auch anhand von historischen Quellen, ob er am 14. oder 15. Nisan geboren worden ist, dem Datum, an dem er auch gestorben ist. Also in einem jüdischen Monat, der unserem März bis April, also zwischen März und April etwas entspricht. Bei Hippolyt von Rom, also im Jahre 170 bis 236, ist der 25. Dezember noch nicht als Datum vorausgesetzt, als Datum für den liturgischen Feiertag. Dafür wird es 336 in der sogenannten Depositio Episcoporum bereits vorausgesetzt. Und zwar nicht nur als historische Notiz, sondern schon als liturgisches Fest. Bei Augustinus wird das liturgische Fest auch bereits vorausgesetzt, als er gegen die Donatisten schreibt. Und somit eine Zeit vor 311 angenommen. Die verschiedenen Quellen zeigen, dass es zwischen 243 und 311 eingerichtet worden sein muss. Klar ist zumindest, dass zunächst nur die Epiphanie, also das, was wir am 6. Januar feiern, ein liturgisches Fest war, bevor im 2. Jahrhundert die Geburt Christi als Fest hinzukam, freilich nicht sofort am 25.12. Es war sogar zunächst so, dass die Geburt Christi als liturgisches Fest von namhaften Theologen abgelehnt wurde, so Origenes zum Beispiel, der sagte, dass nur Sünder ihren Geburtstag feiern. Es gibt zwei Hauptansätze für die Verlegung des Weihnachtsfestes auf den 25.12. Die erste der beiden Thesen ist die sogenannte apologetisch-religionsgeschichtliche These. Sie besagt, die Kirche habe von Anfang an, also noch vor jeder Zeitrechnung, das Weihnachtsfest auf das Datum des römisch-heidnischen Festes, die Natalis Solis Invicti, gelegt, zu der der Sonnengott Sol verehrt wurde. Bei dieser These gibt es dann noch eine Aufspaltung. Die einen radikalisieren diese These in der Hinsicht, dass sie sagen, es ist nicht nur das Datum, das dann gewählt worden ist, sondern auch die Bräuche wurden direkt von den Christen übernommen. Die heidnischen Bräuche dieses Wintersonnenfestes. Die andere These, die gemäßigtere dieser beiden Thesen, besagt, dass es halt nur um das Datum ging, das man gewählt hat, um ein Gegenzeichen zu setzen. Also, dass man sagt, Jesus ist die wahre Sonne der Gerechtigkeit. Wir müssen die Natalis Christi feiern, der wahre Invictus ist, der Unbesiegte. So wie in Maleachi der Messias bereits als Sonne der Gerechtigkeit erwartet worden ist, hat Jesus sich selbst, so zum Beispiel nach dem Johannesevangelium, als Licht der Welt und als das wahre Licht bezeichnet, das jeden Menschen erleuchtet. Demnach ist das Fest in einer Zeit entstanden, in der sich zunehmend ein römischer Sonnengott Monotheismus durchgesetzt hat. Und zwar geht es da um das Fest der Saturnalia. Und das ist wiederum eine Interpretatio Latina, wenn man so will, oder eine römische Interpretation bereits vor römischer und auch vor griechischer Praktiken oder auch Feiern, die ihre Sonnengötter immer am Ende unseres heutigen Kalenderjahres verehrt haben. Und diese Saturnalia haben eben Saturn dementsprechend verehrt, deshalb auch der Name. In anderen Kulturen hat man dann ihre anderen Götter, die eben andere Bezeichnungen haben, aber auch zu der Zeit der Wintersonnenwende verehrt mit einem Fest. Die zweite These besagt, Jesu Todesdatum, also das dann eben in diese Zeit, in den Monat Nisan gefallen ist, sei zugleich das Datum seiner Empfängnis gewesen, seiner Empfängnis. Das bedeutet, dass da eben zu dieser Zeit zuvor, einige Jahre zuvor natürlich, der Engel Gabriel zu Maria kam, um ihr zu sagen, dass sie die Mutter Jesu, also die Mutter Gottes selber werden soll, als sie dann eben Ja sagt und dann der Geist Gottes über sie gekommen ist. Und dann eben 9 Monate darauf gerechnet, der 25. Dezember, als Ergebnis dieser Rechnung als liturgischer Feiertag genommen wurde.
Dafür fehlt allerdings ein Nachweis, dass im 3. Jahrhundert der 25. März bereits als Datum der Empfängnis vorausgesetzt wurde. Also das, was wir heute noch als Fest, als Hochfest Verkündigung des Herrn feiern, ist im 3. Jahrhundert noch gar nicht als Datum der Empfängnis bekannt gewesen. Das, was wir heute eben so feiern. Es kann also nicht historisch sein, dass Jesus am 25.3. empfangen worden ist, da in der und dann eben am 25.12. geboren worden ist. Da in den Evangelien die Rede davon ist, zum Beispiel, dass die Hirten auf den Feldern die Schafe weiden konnten. Das wäre im Dezember nicht möglich gewesen. Weitere Hinweise, sag ich mal, habe ich in meinem anderen Weihnachtsvideo herausgestellt. Schaut gerne einmal vorbei, wenn euch das interessiert. Bis heute gibt es noch Überreste einer Vorstellung dieser radikalisierten Form der religionsgeschichtlichen These, also dass die Christen heidnische Bräuche in ihre Liturgie hineingenommen haben. Besonders kommt diese Kritik von Freikirchen bzw. Protestanten. Wenn man sich die einzelnen Bräuche anschaut, dann lässt sich aber einiges erkennen, auch einfach aus historischer Sicht. Das zeigt, dass es Quatsch ist. Zum Beispiel, woher kommt denn der Brauch, sich eine Krippe ins Haus zu stellen oder in die Kirche? Das kommt von Franz von Assisi. Er hat den armen und unverständigen Menschen versucht, die Weihnachtsbotschaft nahezubringen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sie es wirklich gut nachvollziehen können. Also hat er am Weihnachtsfest, am Vorabend, mit Hilfe einer Art Krippenspiel den Menschen versucht, diese wunderbare Weihnachtsbotschaft klarzumachen. Er nahm eine Frau mit einem Neugeborenen, stellte sie in die Mitte, nahm einen Mann, stellte ihn neben die Frau mit dem Kind, dann gab es genug Vieh, das er dazustellen konnte und so ergab sich dann das erste Krippenspiel, wenn man so will. Und so konnten waren die Menschen, die dann eben das mit beobachtet haben, mittendrin in der Weihnachtsgeschichte. Zwischenzeitlich war es dann so, dass es in den Kirchen verboten war, deshalb wanderte dieser Brauch sich auch halt dann irgendwann in Form von Figuren, Krippen in die Privathäuser zu holen. Mittlerweile ist es ja auch wieder gang und gäbe, dass man das in der Kirche auch aufstellt. Zunächst wurde das liturgische Weihnachtsfest in der Liste von Märtyrer-Gedenktagen geführt. Da fiel es natürlich heraus, weil Märtyrer am Todestag verehrt werden, nicht zu ihrem Geburtstag. Im 7. Jahrhundert wurde es dann zur Zeit des Sacramentarium Gelasianum in den Zyklus der Herrentage aufgenommen. Also hat es dann eine Art Aufwertung erlebt. Schon zuvor wurde die Hoheit dieses Festes über andere Gedenktage herausgestellt. Es ist mehr als nur ein Gedenktag. Und dementsprechend wurde es dann zu einem Hochfest aufgewertet. Leo der Große nannte das Weihnachtsfest das Sacramentum Nativitatis Domini. Und zwar mit einem unmittelbaren Bezug zu dem Sacramentum Salutis, dem Osterfest. Also die Kirche hat schon ziemlich früh erkannt, dass Weihnachten und Ostern zusammengehören. Schauen wir uns noch weitere Bräuche an. Und schauen, woher die überhaupt kommen, wie ist das zu erklären, wie sind die Ursprünge zu erklären. Einfach um diese radikale religionsgeschichtliche These ein wenig zu entkräften und zu differenzieren. Der Weihnachtsbaum zum Beispiel. Es wird immer gesagt, ja, das haben ja auch schon die in der Antike die ganzen heidnischen Religionen gemacht, dass sie sich zum Beispiel Zweige in die Häuser gehängt haben oder die Häuser damit geschmückt haben zur Zeit der Wintersonnenwende und dass das ein Zeichen der Fruchtbarkeit sei und so weiter. Genau dasselbe mit dem sich gegenseitig beschenken. Es wird zum Beispiel gesagt, dass die Geschenke, dass man sich gegenseitig Geschenke verteilt, auf die Saturnalia zurückgehe, also auf das römische Fest. Dabei ist es vielmehr ein Brauch, den wir Christen mit dem heiligen Nikolaus in Verbindung bringen. Das heißt, hier sind die Bräuche des heiligen Nikolaus vom 6. Dezember mit dem heiligen Abend verbunden worden. Auch das mit dem Weihnachtsbaum hat keinen Ursprung im Heidentum. Es wird gesagt, ja, die zu den Saturnalia oder überhaupt zu den den Wintersonnenwendenfesten haben das andere nicht-christliche Völker schon immer eigentlich so getan, dass sie
sich entweder einen Baum irgendwie ins Haus gestellt haben als Zeichen der Fruchtbarkeit oder dass man das Haus geschmückt hat mit Tannenzweigen oder überhaupt mit Zweigen von Bäumen. Das kann nichts damit zu tun haben, schon allein deshalb, wenn man bedenkt, dass es den Weihnachtsbaum erst seit dem 19. Jahrhundert gibt. Was ist dann in der Zwischenzeit geschehen? Natürlich kann man da dann von diesen vielen Jahrhunderten dazwischen nicht sagen, dass das eine direkte Übernahme darstellt. Das ist einfach historisch nicht seriös, das zu behaupten. Es gab schon im Mittelalter sogenannte Paradiesspiele, da hat man eben verschiedene Dinge als Rollenspiel oder als Schauspiel dargestellt. Nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern gerade zu Weihnachten hat man immer auch der Schöpfung gedacht. Und dann zum Beispiel dann auch den Sündenfall als Schauspiel dargestellt. Dann gab es natürlich dann auch den Paradiesbaum, der dann mit Äpfeln und mit anderen Köstlichkeiten geschmückt war, dekoriert war. Bei diesem Baum handelte es sich dann aber auch nicht um Tannenzweige oder um einen Tannenbaum, sondern um einen Laubbaum zumeist. Warum hat man der Schöpfung gedacht? Weil der 24. Dezember auch als liturgischer Gedenktag Adams und Evas galt. Der Apfel diente übrigens als Zeichen der Frucht vom Baum der Erkenntnis, deshalb auch dann später bei den Weihnachtsbäumen gerne als Dekoartikel sozusagen gewählt. Er erinnerte an den Sündenfall und an die Befreiung des Menschen von der Erbsünde, die wir Jesus Christus verdanken als dem zweiten Adam, der wieder alles gut macht, alles wieder richtig stellt, dass der erste Adam sich uns allen eigentlich kaputt gemacht hat. Also noch bis ins 19. Jahrhundert schmückte man in Norddeutschland übrigens seinen Christbaum mit Adam und Eva, also mit Figuren von Adam und Eva, mit Schlangen aus Holz oder mit Gebäck. Auf den ersten Blick sieht es also so aus, dass man eine Analogie zu diesen Sonnengottfesten hat. Auf den zweiten Blick sieht man aber dann eine komplett andere Geschichte. Und deshalb ist es wichtig, dass man vorsichtig mit dem religionsgeschichtlichen Vergleich als Methode umgeht. Diese Methode wird auch sehr oft in der Exegese herangezogen, aber mittlerweile ist sie etwas außer Mode geraten. Gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie sehr viel verwendet. Aber es ist dann eben ein Relikt aus der Vergangenheit. Wenn Menschen heutzutage also noch an dieser überzogenen Verwendung des religionsgeschichtlichen Vergleichs festhalten, dann ist das nicht wissenschaftsfreundlich, sag ich mal. Aber wir sagen schon auch als Katholiken, bei uns steht das im Katechismus, Wissenschaft und Glaube können sich nicht widersprechen, wenn die Wissenschaft eine gewissenhafte ist, weil sie nur das bestätigen kann, was Gott geschaffen hat. Das ist alles nur ein Zeugnis von dem großen Gott, der das alles gemacht hat. Und die können das dann nur bestätigen. Also, bei vermeintlichen Entsprechungen in anderen Religionen wird immer angenommen, wenn diese Entsprechungen schon älter sind als das Christentum. Und dann irgendwie zeitgleich oder kulturnah oder geografisch nah beieinander ist, dass die Christen das direkt übernehmen oder imitieren. Das heißt dann für Weihnachten, dass die Christen ganz klar den Mithraskult übernehmen, als die Saturnalia bei den Römern, das Fest zu Ehren Odins bei den Germanen, das Julfest der Skandinavier, das Fest zu Ehren des Horus der Ägypter und so weiter, die alle zur Zeit der Wintersonnenwende gefeiert wurden. Das ist doch absurd. Das würde dann bedeuten, dass die Christen nichts Eigenes mehr haben. Das haben sie alles geklaut von den anderen. Die Reduzierung auf diesen religionsgeschichtlichen Vergleich ist zu oberflächlich. Er blendet vor allem entscheidende Dinge aus, weil man schaut ja dann beim Vergleich nur auf das, was man sehen will. Und man blendet das Wichtigste aus, nämlich die klaren Unterschiede. Warum muss es denn überhaupt so sein, dass wir als Christen, die wir zum Beispiel jünger sind, als babylonische Religion, als irgendwelche Mysterienkulte, als die römische Religiosität, die der Griechen und so weiter, der Ägypter, dass wir das ganz klar von denen abgeschaut haben. Ich rege zu diesem Weihnachtsfest in diesem Jahr ein Umdenken an, das auch der von mir sehr respektierte Johannes Hartl vor kurzem in einer Lehre gesagt hat. Warum versuchen wir nicht, die Perspektive zu ändern? Warum sagen wir es nicht eher so? Der Mensch als Abbild Gottes erahnt Gott immer, egal zu welcher Zeit.
Das Volk Israel im Alten Testament hat Gott schon erahnt. Wie viele tausend Jahre bevor Jesus kam, haben sie den Messias schon erahnt. Und wieso sollte es bei anderen Kulten anders sein, bei anderen Kulturen? Wir alle Menschen sind Abbild Gottes und wir sehnen uns nach ihm. Und deshalb können wir ihn auch erahnen mit unseren natürlichen Anlagen. Und deshalb auch als ganze Kultur. Warum sehen wir es nicht eher so, dass die anderen, die älteren Kulturen und Religionen sozusagen die Typen sind und das Ganze hat sich jetzt als Antitypos erfüllt mit dem Christentum? Dementsprechend hätten wir dann eine Parallele zur Bibelauslegung. Wir sagen, das, was im Alten Testament steht, sind teilweise eben Typen, also Bilder, Vorahnungen, die sich dann in einem Antitypos, in der Entsprechung erfüllen. Also, dass Adam zum Beispiel ein Typos ist, der sich im Antitypos Christi mit seinem Erlösungstod erfüllt hat. Das, was Adam zerbrochen hat im Menschen, wird durch Christus wieder überwunden und wieder heil gemacht. Und eben auf diese Art und Weise, dass das, was eben an religiösen Traditionen sich entwickelt hat in anderen Religionen, dass das alles Vorahnungen sind, die sich jetzt im Christentum erfüllt haben. Dass wo der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte erreicht ist sozusagen mit Christus, auf den hin nämlich alles geschaffen ist und auf den alles hinausläuft. Die Kirche hat das von Anfang an so verstanden und deshalb hat sie vielleicht, wenn man dieser ersten These, der religionsgeschichtlichen These folgen möchte, das Weihnachtsfest bewusst in diese Jahreszeit gelegt, falls sie eben nicht ohnehin glaubte, dass am 25.03. die Empfängnis war und dann 9 Monate später die Geburt kam. So konnten Menschen aller Kulturen nachvollziehen, was ihnen mit der Menschwerdung Gottes eigentlich Wunderbares geschenkt worden ist. Natürlich wird das christliche Fest den anderen dann entgegengehalten, sozusagen als Abgrenzung, dass es eben nicht die Absorption von heidnischen Bräuchen darstellt oder sogar eine Übernahme, eine Annexion, sondern dass man sich bewusst davon distanziert hat. Jesus ist die wahre Sonne der Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der wirklich über die Herrscher der ganzen Erde gesiegt hat. Die extreme Überziehung dieses religionsgeschichtlichen Vergleichs, über die ich schon gesprochen hatte, haben wir heutzutage besonders einem ganz bestimmten Werk zu verdanken, einem Buch, dem sogenannten Buch, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Von Babylon nach Rom, von Alexander Hislop. Das war ein schottischer Protestant und er behauptet in diesem Buch viele Dinge, die angeblich nachweisen sollen, dass die katholische Kirche einfach nur aus ganz vielen heidnischen Bräuchen besteht, die vor allem auf die babylonische Religion zurückgeführt werden muss. Die katholische Kirche Babylon ist. Und dann natürlich Offenbarung und so weiter. Dieses Buch ist heutzutage schon längst als unwissenschaftlich überholt und beziehungsweise als Fälschung sozusagen herausgestellt, weil Hislop das eben extrem macht, diesen religionsgeschichtlichen Vergleich. Er vergleicht nicht nur Äpfel mit Birnen, er vergleicht eine Photovoltaikanlage mit einem Atomkraftwerk, so in etwa. Er sagt zum Beispiel, dass die Abkürzung IHS, die Abkürzung des latinisierten Iesus, das kommt aus dem Griechischen, heißt Jesus, dass diese Abkürzung IHS die Zusammensetzung der Gottheiten Isis, Horus und Seth darstelle. Das ist natürlich Quatsch. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber ja, wie gesagt, man merkt, dieses Buch ist heutigen wissenschaftlichen Standards nicht gewachsen. Aber in manchen protestantischen und freikirchlichen Kreisen wird es weiterhin als Werk protestantischer Apologetik angesehen und sogar herangezogen, um zu zeigen, wie böse die katholische Kirche ist, vor allem die römisch-katholische. Der erste neuzeitliche Beleg für so eine religionsgeschichtliche These im Sinne einer direkten Übernahme heidnischer Riten in das christliche Fest Weihnachten oder auch in alle anderen christlichen Liturgien geht auf Usena zurück, 1889.
Also es war die Zeit, wo diese Methode sehr, sehr beliebt wurde und dementsprechend auch sehr viel kaputt gemacht hat. Es ist bestimmt so, dass diese Wintersonnenwendfeste Weihnachten beeinflusst haben oder zumindest angeregt haben, aber nicht direkt übernommen wurden. Das sieht man auch besonders in den Weihnachtspredigten eines Leo des Großen und so weiter, in einer bestimmten Zeit, in der eben die Menschen noch sehr gefährdet waren, diese heidnischen Dinge mitzumachen, zum Beispiel zur Weihnachtsmesse zur Kirche kamen, so wird zum Beispiel überliefert, und als sie reingehen wollten, sich zur Sonne gedreht und die Sonne verneigt haben. Das ist dann natürlich eine Form von Götzendienst und dementsprechend mussten, weil es eben eine Realität war in einer bestimmten Zeit, in einer Zeit, wo den Christen das erstmal noch bewusst gemacht werden musste, dass sie sich entweder oder entscheiden müssen. Und deshalb war es auch immer wieder Thema in den Weihnachtspredigten, dass dann eben ganz viel mit Sonnenmetaphorik gearbeitet wurde, Sonnensymbolik, und dass gesagt wurde, Jesus ist die wahre Sonne und nur ihn dürft ihr verehren oder anbieten. Ihm gebührt die Ehre, die ihr der Sonne gebt. Die Sonne ist ein Geschöpf, Gott aber ist der Schöpfer. Ich zitiere einen Artikel aus der Theologischen Realenzyklopädie. Das zentrale Problem liegt darin, dass auch starke Übereinstimmungen nicht schon ursächliche Abhängigkeit beweisen. Und es bislang keine alten Quellen gibt, die unzweifelhaft eine bewusste Ersetzung des Geburtsfestes des Sonnengottes durch das Weihnachtsfest belegen könnten. Zitat Ende. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, Mac Strauss, was soll das? Beim Halloween-Video hast du gerade die religionsgeschichtliche Methode stark verwendet. Warum machst du das hier jetzt so kaputt? Warum kritisierst du diese Methode jetzt hier? Das ist doch voll doppelmoralisch. Es hat einen ganz einfachen Grund. Weihnachten und Halloween zu vergleichen, ist wiederum ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Das kann man nicht vergleichen und dementsprechend hat diese Methode auch unterschiedlichen Stellenwert. Bei Weihnachten wird das Datum übernommen, der 25. Dezember. Die Bräuche selbst sind in erster Linie der Bibel und der Tradition entnommen und ganz wichtig bei den Christen, wenn es um liturgische Feiern geht, ganz viel von den Juden übernommen. Bei Halloween wird nicht nur das Datum übernommen, sondern auch die Bräuche. Es geht in keinem Brauch um Jesus oder um die Heiligen als Vorabend zu Allerheiligen. Da gibt es keine christlichen Gedenktage, dass man irgendwie der Heiligen gedenkt, wie es ja eigentlich bei uns in der katholischen Kirche zum Beispiel gemacht wird. Es gibt keine Bräuche an diesem Vorabend. Es gibt im Kirchenjahr kein Fest namens Halloween. Das kann man in keinem liturgischen Kalender finden. Nichts von Jesus. Stattdessen Hexen, Teufel und was weiß ich, schaurige Kostüme und mit dann diese ganzen Dinge, die man halt an diesem Fest macht. Aber schaurige Kostüme haben nichts mit den Heiligen zu tun, die sind nämlich genau das Gegenteil. Deshalb muss man hier dann gerade den religionsgeschichtlichen Vergleich auf Halloween anwenden. Bei Weihnachten kann man das nicht mehr tun, weil da geht es wirklich um ein christliches Fest. Auch bei Ostern wird das oft behauptet, dass es ein Fest sei, das direkt von den Heiden übernommen worden sei. Das ist etwas, das schon im 8. Jahrhundert fälschlicherweise behauptet wurde, so zum Beispiel Beda Venerabilis. Der Begriff Ostern hat nichts mit der Gottheit Osterer zu tun, wie dann eben ganz oft gesagt wird. Das steht auch in meinen Kommentaren manchmal unter meinen Videos. Es hat nichts mit der Göttin Osterer zu tun, sondern es hat mit dem althochdeutschen Wort Osterer zu tun, klar. Die Übersetzung des lateinischen albe oder in albis, also in den Morgenstunden. Es geht um den Morgen, weil das Ereignis, das wir an Ostern feiern, sich in den frühen Morgenstunden ereignet hat. Ganz einfach. Und deshalb das Wort im Deutschen Ostern. Im 12. Jahrhundert hat Dionysius Bar Salibi so etwas auch schon für Weihnachten behauptet übrigens. Also, dass gesagt wird, Weihnachten sei eine direkte Übernahme heidnischer Kulte ins Christentum. Die Menschen, die heutzutage eben diese radikale Form dieser religionsgeschichtlichen These vertreten, also dass wir mit Weihnachten heidnische Bräuche direkt übernehmen, wird diese Notiz von Dionysius Bar Salibi als Beleg angeführt.
Aber wir können es nicht als Beleg ansehen, weil es ins 12. Jahrhundert datiert wird und das ist schon zu weit von der Einführung des Festes entfernt. Wenn die Christen liturgisch etwas übernehmen, orientieren sie sich als allererstes an dem Festkalender der Juden. Das möchte ich ganz klar noch einmal sagen. Zudem sind die Kernmotive von Weihnachten innig mit dem Osterfest verbunden. Das wird in der späten Patristik ganz, ganz deutlich. Da hat man dann ganz klar gesagt, sind dieselben Motive. Licht, das in der Dunkelheit scheint. Neue Sonne, Inkarnation des präexistenten Gottessohns, Verkündigung. Das sind alles Motive, die sowohl für Ostern als auch für Weihnachten elementar sind. Und deshalb hat es nichts mit irgendwelchen heidnischen Bräuchen zu tun, sondern es ist gekoppelt zu verstehen. Jesus ist geboren, um zu sterben, für uns. Ich finde noch eine dritte These besonders nachdenkenswert, die ich in dem anderen Weihnachtsvideo bereits angeführt habe. Und zwar zum Thema, wann ist denn Jesus jetzt wirklich geboren? Wo können wir historisch gesehen die relevanteste These finden? Also Jesus, man kann schon bei den antiken Autoren schauen. Die haben bereits so ein Hippolyt von Rom, Clemens von Alexandrien oder Ignatius von Antiochien, die sagen bereits, dass Jesus nicht im Nisan empfangen wurde, also ab März, April, sondern dass er in dieser Zeit geboren worden ist. Also es gibt Dokumente von solchen Kirchenvätern und so weiter, die genau das eben belegen. Ich erinnere an den Zeitraum 243 bis 311 für den Beginn des liturgischen Weihnachtsfestes. Wenn man diesen Zeitraum bedenkt, 243 bis 311, dann kann man auf jeden Fall feststellen, dass die These, Konstantin der Große habe eine Verbindung der römischen Feier, der Wintersonnenwende, mit dem Weihnachtsfest angestrebt, wegen Pax Romana und so weiter, dass das überhaupt gar nicht greifen kann, dass es unmöglich ist. Und dass es vielmehr dafür spricht, dass die Kirche unabhängig von bereits bestehenden heidnischen Bräuchen Weihnachten eingeführt hat. Konstantin war nämlich in diesen Zeiten, in diesen Jahren, in diesen relevanten Jahren gar nicht in Rom. Und deshalb kann die römische Synkretismus-These, wie man diese These auch nennt, historisch widerlegen. Weil er, wie gesagt, mit römischen Sitten dann weniger zu tun hatte. Die großen Lexika wie die Theologische Realenzyklopädie, also kurz TRE oder RGG, sagen deutlich, dass Konstantin bei der Einrichtung des Festes, also Weihnachten, keine Rolle gespielt hat. Konstantinopel begann erst 380 übrigens damit, das Fest zu feiern. Das heißt, der Westen war schneller damit, das Weihnachtsfest als liturgisches Fest einzuführen, vor allem am 25. Dezember. Das war's. So viel zu meinen Überlegungen zum Thema Ursprung des Weihnachtsfestes. Inwiefern können wir von heidnischen Bräuchen sprechen und inwiefern haben denn diese immer noch sehr beliebten Thesen gerade in den protestantischen Kreisen überhaupt, ja, wie können sie realistisch überhaupt nachgewiesen werden? Also, wenn wir wirklich historisch fundiert nachdenken, können wir eigentlich nicht umhin, Weihnachten als unabhängiges, christliches, eigenständiges Fest zu sehen. Ich wünsche Ihnen und euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ganz viel Freude über die Geburt unseres Herrn Jesus Christus und eine gute Zeit mit den Familien. Bis dahin wünsche ich euch allen gottesreichen Segen, seid behütet und beschützt. Macht's